schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, mal wieder hier dabei zu sein. Ich glaube, die letzten zwei Male war ich nicht dabei oder die letzten drei Male. Auf jeden Fall lange her. Und ja, freue ich mich wirklich, heute wieder hier zu sein. Viele bekannte Gesichter bzw. Namen. Und bei meinem ersten Satz, wenn ich hier rausgucke, dann merke ich, naja, so schön ist der Tag gerade tatsächlich nicht. Eigentlich genau das richtige Wetter, um hier live beim Webinar dabei zu sein. Wie immer schauen wir uns auf den Risikohinweis, der ist wichtig. Und ja, auch wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was Heiko für uns heute mitgebracht hat, thematisch und eventuell auch, ob der dann später auch einen Trade eingeht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, ich hoffe, dass Heiko jetzt mittlerweile sein Latte Macchiato fertig hat und dass wir jetzt loslegen können. Der Latte Macchiato. So, Bildschirm übertragen. Muss gucken, welchen ich. Früher war es immer die 3, jetzt hat sich das ja alles geändert. Heute ist die 4. Jetzt höre So. ich mal gespannt. Ja, In also eine der. Plattform. Ah, schon mal die richtige Plattform, ja. Genau. So, wie gesagt, ist jetzt alles hier irgendwie durcheinander, nicht wirklich gut eingerichtet. Muss ich mal hier noch der Fix machen. So. So. 15 Minuten. Aber kann man ja auch mal gemeinsam machen. Gut, also an der Stelle, ich begrüße auch euch erstmal recht herzlich. Ich werde euch mal, jetzt kann ich das ja hier wieder auf einen anderen Bildschirm legen, dann brauche ich das nicht auf den. Recht herzlich, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und ja, wir gucken mal, was heute so geht. Ja, Thema ist ja immer US-Future-Eröffnung. Ich habe es gestern schon bei einem anderen Broker erzählt. Aktuell relativ gut laufen derzeit die 15 Minuten Open Range Breakouts. Habe ich im Übrigen gestern auch dort gehandelt und hat ganz gut funktioniert. Und wir können uns das ja auch hier nochmal jetzt angucken im Future. Und dann würde ich so ein bisschen die Analyse machen und dann mal gucken, ob sich da heute auch ein Trade ergibt. Also letzten Monat lief das Ganze ganz gut. Wenn ihr allgemein was übers Trading wissen wollt, dann wenn ihr was übers Trading wissen wollt, was euch so interessiert, jetzt mal ganz spontan, dann fragt mich das, dann kann ich da auch nochmal außerhalb der Reihe einfach drauf antworten. Ansonsten, weil hier auch nochmal der ein oder andere Einwurf gab wegen Grafikkarte. Also wie gesagt, ich will sowieso aufrüsten, weil die Grafikkarte meine, hab ich mal geguckt, die ist jetzt 5 Jahre alt. Das ist ja im Internetzeitalter jetzt mittlerweile ja steinalt. Und ja, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher könnte ich schon mal dort in der Grafikkarte gebrauchen. Jetzt nicht wegen der Grafikanforderung, weil die grafischen Anforderungen für hier Trading ist minimal. Also von daher braucht man eigentlich gar keine hochwertige Grafikkarte. Aber ich tue ja auch viele Videos rendern, schneiden und so weiter. Und da ist Grafikkarte und Grafikkartenpower dann auch durchaus ein Thema. Vor allem, wenn man ein Video umwandelt oder wie jetzt hier so ein Go-To-Webinar dekodiert, ja, geht das schon wesentlich schneller, ja, wenn man da mehr Grafikkartenpower hat. So. Alright. Wie gesagt, von daher werden wir da mal gucken, was da der Börse, da. Genauso wie ich Experte in der Börse bin und er mich immer fragt, was ich so trade und was ich empfehlen kann und so weiter und so fort, muss ich oder verlasse ich mich genauso auch auf ihn als Computerfachmann und ich weiß auch, dass es da
teurer ist als bei Amazon, aber dafür kann ich halt immer zu dem hingehen und das kann ich bei Amazon nicht und deswegen kann ich da auch nur empfehlen, mal ganz allgemein neben dem Trading, das auch lokal zu unterstützen, wenn man da so einen kleinen nerdigen PC-Laden hat und man auch merkt, okay, der verkauft einen keinen Quatsch, sondern der tut nach meinen Anforderungen entsprechend die Komponenten zusammenstellen. Das fand ich immer ganz gut. Und kann das auch nur weiterempfehlen. So, hat jetzt mit Trading gerade nichts so viel zu tun, deswegen gehen wir mal rein ins Trading. Ich habe jetzt hier neben mir her, ja, habe ich schon, genau, mal einen Chart hier schon laufen. Und da können wir uns mal den gestrigen Open Range Breakout angucken. Also wie gesagt, ich habe, weil das auch bei mir in der Community mal gefragt wurde und weil auch das Ganze jetzt hier auch Thema war, per Mail bei mir zumindestens, weil jemand das gerne auf den Nasdaq umsetzen wollte und mit dem Video, was ich mal dazu gemacht hatte, zu diesem Thema Open Range Breakout, da irgendwie nicht so klar gekommen ist und es nicht verstanden hat, da hat mich halt gefragt und daraufhin habe ich jetzt im letzten Monat mir die Open Range Breakouts angeschaut. Und das Schöne ist ja, wenn ihr den Stereo Trader habt, und ich denke mal, alle, die bei FX Flat ja sind, haben den Stereo Trader. Wenn nicht, kann ich es nicht verstehen. Nelson, gibt es Leute bei euch ohne Stereo Trader? Nee, ne? Ganz wenig. Ja, also wenn dann, ja, dann liegt dann irgendwas, dass ihr damit, ja, ich meine, es gibt immer jemanden, der damit nicht klarkommt, aber der Stereo Trader ist ja natürlich schon da sehr komfortabel zum Handeln. Hat man gestern auch gesehen. Die Leute haben gestern gesehen, wie ich mal so ein Trade gemanagt habe mit mehreren Ein- und Ausstiegen. Und das ging relativ flott, weil ja teilweise haltet er auch nur von 30 Sekunden oder plötzlich war ein Trade drinne, dann war er wieder draußen. Und ich kann das halt einfach durchklicken. Ich muss halt überhaupt nicht nachdenken. Ich kann einfach das Ding halt managen. Und ja, viele haben oder etliche haben mich gefragt, was ich da jetzt da gemacht habe, weil es viel zu schnell ging. Ja. Also das ist natürlich schon, Stereo Trader ist da schon echt spitze. Und der Stereo Trader hat natürlich dieses schöne Tool, das vom Norbert Günther, diesen Range-Indikator. Das Schöne ist, den Range-Indikator, ich muss das Bildchen nochmal kleiner machen, muss hier manuell reinziehen, weil mein MetaTrader geht über zwei Bildschirme jetzt wieder. Ja, und da kann ich mir den hier, kann ich nicht Vollbild machen. So, ihr könnt euch den hier einfach einstellen. Das Schöne ist, ihr müsst nur die Zahlen runterschreiben. Also bei 16 Uhr tippt ihr einfach 1600 und drückt Enter und dann habt ihr die Range von 15:30 Uhr bis 16 Uhr. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe letzten Monat von 15:30 Uhr im Nasdaq die Open Ranges mir angeguckt von 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr, also die ersten 15 Minuten, dann die erste halbe Stunde und die erste Stunde. Und da muss ich halt sagen, dass das in den letzten Monat, also so um die 20 Handelstage jetzt ein bisschen mehr, die 15 Minuten Open Range am besten gelaufen ist und mein Regelwerk dazu ist, und wie gesagt, das hat gestern richtig gut funktioniert. Ich muss mal hier die Dings ausmachen. Layout. Zack. So. Gestern richtig gut funktioniert. Wartet, achso, ich habe ja alles neu gestartet. Da muss ich auch Point to Fix neu starten. Da ist es schon. So, und zwar geht es darum, dass wir uns einfach die Range angucken. Ersten 15 Minuten, 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr. Und hier war sie zu Ende, die Open Range. Und dann wartet man halt, bis der Markt da ausbricht. Und mein Regelwerk, oder was ich jetzt für mich gesehen habe, und das kann man, das Schöne ist, ihr könnt jetzt jeden Tag von hier aus rückwärts reingehen, soweit wie ihr mit dem Chart kommt, ist diese Open Range mit der Uhrzeit, die ihr eingestellt habt, für jeden Tag zu vollziehen und könnt euch dann angucken, ob das funktioniert hätte oder nicht. Und was ich gemacht habe, ist, ich warte hier den Ausbruch ab. Also sprich, ich habe so eine Signalkerze. Es muss mindestens eine Kerze außerhalb dieser Range schließen, also eine 1-Minuten-Kerze und darüber gehe ich dann long. Und dann konnte man hier, kann man dann überlegen, ob man dann den Trade halt, keine Ahnung, nach ein paar Punkten glatt stellt. Ich habe meinen Trade dann bis hier hochgezogen, also bis hier ran, glaube ich.
Genau bis an das Hoch. Das war ein charttechnischer Widerstand, den seht ihr jetzt nicht. Der war auf der linken Seite und das hat eigentlich ganz gut gefruchtet. Ja, und der Trend lief eigentlich ganz sauber durch. Also hier ein schöner Rücksetzer auf ein lokales Hoch drauf und dann von dort aus wieder weg und weiter. Gut, aber da hat der Open Range gepasst. Also zusammengefasst, man zeichnet sich entweder manuell, könnt ihr das ja auch machen, indem ihr, wenn man jetzt sagt, okay, man hat den Stereo Trader nicht, man hat das Tool nicht. Oder man will es nicht nutzen, man will hier unten sowas nicht haben. Ja, dann kann man entweder manuell auf die Uhrzeit gucken und sagen, okay, hier, das ist 15 Uhr und dann zeichnet man sich halt, das kann man ja machen mit einem Tool, sich einfach hier einen Kasten halt ein. Ja, oder man nimmt einfach ein paar waagerechte Linien im Chart. Ja, kann ich ja mal machen. Ja, und zieht sich dann hier vielleicht mit einem gewissen Farbcode, ja, die Linien rein. Und dann hat man das Ganze ja auch, also das kann man für sich ja auch selber gestalten oder man zieht sich hier, ich habe gestern hier einfach so ein Rechteck darüber gezogen und dann wisst ihr ja auch, wo die Open Range halt ist und könnt euch das ja so gestalten, wie ihr wollt. Aber die einfachste und die für mich auch, ja, die einfachste Lösung ist halt hier diesen Indikator zu nutzen. Genau. Na, Linie. Stich. So. Gut. Also wie gesagt, ich habe alles durchgemacht. Wir können ja nochmal gucken. 16 Uhr gab es auch nochmal 5 Minuten Ausbruch. Ja, also 16 Uhr gab es auch hier den Ausbruch. Wenn man hier erst nach der Kerze ein, ja, da sind es gerade mal 10 Punkte plus gewesen und dann ging es eigentlich eher runter. Bei so einem Ausbruch nach der ersten halben Stunde ist das Thema durchaus ein bisschen besser. Rücksetzer auf die Open Range, das funktioniert auch ein bisschen. Und funktioniert auch ein bisschen besser. Und dann 16:30 Uhr, da gab es relativ selten, es gibt etliche Tage jetzt im Nasdaq, etliche Tage, wo der Markt halt wirklich lange bleibt. Und je länger die Range halt ist, so also habe ich das Gefühl, desto länger muss man teilweise warten, bis auch überhaupt was passiert. So, jetzt gibt es hier schon die ersten Frage, da gehe ich gleich mal drauf ein. Meine Frage, also ich würde jetzt erstmal das zu dieser Open Range beantworten, bevor ich das von Kevin beantworte, der mich da was gefragt hat. Also ihr findet das Ganze unter im Navigator. Na, komm her, Navigator. Löse dich. Löse er sich. Was ist denn los? Warum löse ich den Navigator nicht? Eigentlich kann man den so rausziehen. Das geht. Was mache ich verkehrt? Normalerweise packt man den doch einfach nur an und zieht den irgendwo hin. Da ist er doch. Geht doch. Zieht einfach. Der ist nicht gleich mitgekommen. Okay, also ihr geht hier runter in den Stereo Trader rein. Geht dann auf Communities und nehmt euch den NG Range. Ich weiß jetzt nicht, der NG Range Extended, der funktioniert zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt nicht weiterentwickelt wurde. Also ich habe jetzt diesen NG Range und den zieht ihr euch dann hier einfach rein. So, zack. Und dann habt ihr das. Genau. Nur eine Ergänzung, wenn man das nicht findet in dem Navigatorfenster, dann muss man dieses Add-on noch installieren über den Ah ja, genau. Ah ja. Installationsmanager. Richtig, genau. Ihr müsst natürlich vorab, sorry, ja, das war auch schon die Frage gewesen über Installationsmanager, müsst ihr euch erst die Community, also hier das Community Tool, Community Projects, das müsst ihr euch natürlich erst runterladen. Ja. Genau, Range Extended, ich glaube, geht bei mir nicht. Ich habe es mal reingezogen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ja, aber ihr könnt es selber ausprobieren. Also wie gesagt, erster Punkt hat der Nelson richtig. Erstmal Community Projects reinziehen, also installieren und dann findet ihr auch unter Community Tools dann genau das. Stimmt. Gut, vergessen. So, dann Moinsen, was ist mit dem Stop Loss? Also der Stop Loss bei meinem wäre der, also was ich jetzt für mich da rausgefunden habe, wäre, dass man hier es reicht der Stop-Loss im 1-Minuten-Chart
unter der Signalkerze. Das funktioniert relativ oft. Also wenn das der Ausbruchskerze ist, wäre der Stop-Loss halt hier. Und das reicht durchaus. Dann kann man den ja das nachziehen. Das ist natürlich für jeden dann individuell zu gestalten. Ja, ich habe das gestern hier als eine Order verifiziert für mich und habe dann innerhalb dieser 1-Minuten-Kerzen die Position auf und abgebaut. Ja. Genau, und durch das Auf- und Abbauen, ich habe geguckt, also mit dem Ausbruch und dem Halten des Trades waren es 105 Dollar durch diese Position Auf- und Abbauen hier innerhalb. Also ich habe mit 2 CFDs gehandelt, das entspricht einem Mikro-Future hier. Ja, und da hatte ich 50 Punkte mitgenommen, also von hier nach da ja, müssten 50 Punkte irgendwie gewesen sein. Also nee, die gingen doch ein bisschen oder hier raus, ich weiß nicht mehr. Also um die 50 Punkte irgendwie waren es oder 106 Euro waren es jedenfalls gewesen und mit den Auf und Ab bin ich da irgendwie auf paar 160 gekommen. Also das heißt 50% mehr Gewinn, dadurch, dass ich halt Positionen auf und abgebaut habe, wäre natürlich noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn man halt eine Position noch ein bisschen länger gehalten hätte, aber wie so oft hätte Fahrradkette. So, dann war noch eine Frage. Meine Frage wäre, welches Tageshoch und Tief sind für dich im Nasdaq relevant? Tiefs und Hochs während der Haupthandelszeit oder vom 24-Stunden-Chart? Also dadurch, dass ja der Nasdaq Future 23 Stunden am Tag ja durchgehend handelt, gibt es ja eigentlich nur den 24-Stunden-Chart. Natürlich kann man jetzt überlegen, ob man halt sich die Kasse mit herholt, zum Beispiel von 15:30 bis 22 Uhr. Das wäre halt sozusagen nochmal so eine extra Zeit, die kann man sich durchaus auch mit reinziehen. Ist immer mal ganz interessant. Also, wenn ich mein Future habe ich jetzt gerade nicht offen, ich habe in meinem Future-Programm, was ich auch noch nutze, beide Zeiten drinne. Also, das heißt, ich habe einmal einen Chart von 15:30 bis 22 Uhr, wie die Kasse ist, und dann halt ganz normal hier den Future-Chart. Ja, das kann man halt auch nutzen. Bei den Systemeinstellungen, weiß ich gar nicht, warum die hier aus sind, ist es schon so, dass man da, kann sein, dass hier vielleicht, mal gucken. Instrument. Nee, ist aber hier drin. Muss hier was einstellen? Gucken wir mal. Genau, also man hat ja hier die Möglichkeit auch das zu nutzen. Also wie gesagt, da hat man jetzt hier den 22 Uhr Close mit drinne. Aber den 15:30 Uhr Open, den hat man nicht mit drin. Aber vielleicht kommt das mal in einer neuen Version. Ich hatte jetzt mal mit dem Dirk darüber geredet, ob man da nicht vielleicht alle Uhrzeiten mit reinmacht, also auch im DAX 8 bis 22 Uhr und so weiter. Genau. Also von daher gibt es nicht, also das Einzige, was es jetzt noch gibt, aber das finde ich völlig Banane, ist, dass einige Trader den 0 Uhr in USA nehmen. Ist aber völliger Quatsch, weil das ist halt mitten im Overnight-Handel. Also ich weiß nicht, was das soll, warum man da sagt. Also wenn man sich ja auch einen US-Chart anguckt, in der US-Einstellung ist ja so, in USA, also wenn man jetzt vor Ort leben würde, wäre es ja so, dass die Börse macht da um zwei, also unserer Zeit 22 Uhr zu. Bei denen ist es ja 16 Uhr, glaube ich, oder? So. Ja, genau, 16 Uhr. So, und um 17 Uhr geht ja der Markt wieder los. Also weiß ich jetzt nicht, warum man da um nachts 22 Uhr da den Wechsel halt haben. Bei uns ist es natürlich passend, weil es von der Zeitverschiebung halt genau her passt. Ja, dass wenn bei denen halt zu ist, ist es bei uns, also der Future, also zumindest der Future, muss man sagen, gut, ich rede jetzt hier vom Future, ja, dann ist es ja so, bei denen. Da ist es 17 und 18 Uhr und durch die Zeitverschiebung, bei uns ist es halt 23 Uhr und da macht es bei uns halt genau 0 Uhr der Markt halt auf. Das ist halt dann schon passend. Also es ist aber eher, weil das halt ja, von der Zeitverschiebung halt passt. Ja, mit uns 0 Uhr und bei denen, wenn der Markt wieder aufmacht. So, gut. Warte mal, jetzt nicht erschrecken.
Jetzt endlich habe ich dich. Ich musste gerade eine Fliege erlegen. Die saß auf meinem Bildschirm. Die fliegt hier den ganzen Tag hier rum und nervt mich. Hat mich heute früh schon genervt. So. Die ist erledigt jetzt. So, gut. Also von daher gestern guter Tag. Mal gucken, ob das heute auch so passt mit der Range. Und ja, wir haben ja in 7 Minuten gleich Eröffnung. Machen wir mal so kurz die Analyse. Ich mache das mal hier kurz in dem Chart. Warum ich da, was das hier für ein. So. Gut. Also. Oh, hier kurz, das ist. Wir haben gestern ein, ja, so ein Engulfing-Pattern hier gesehen. Ich mache das immer hier schön groß für euch. Also aktuell haben wir ja so ein bisschen Klavierchart im Markt. Heißt, wir sehen hier aktuell, dass der Markt einen Tag runter geht, einen Tag hoch. Wo ist mein? So, also wir haben einen Tag hoch, vorgestern einen Tag runter und gestern ging es vom Tagestief aus nach oben und da war dann die Frage auch, ob wir hier interne Widerstände, die der Markt halt hier hat, überschreiten können. Und bis zu denen hatte ich dann auch gehandelt. Und im besten Falle, dass wir sogar die Hochs erreichen. Wenn man gestern sieht, gestern Abend dann noch, hat der Markt dann schlussendlich sogar hier das Tageshoch der letzten beiden Tage rausgenommen und ist jetzt etwas höher gelaufen. Das heißt, diese gestrige bullische Kerze ist auf alle Fälle schon ein starkes Zeichen, zumal sie auch von unter dem Tief gestartet ist, vom Vortag und auch über dem Hoch drüber geschlossen hat. Dadurch, dass es hier kein Gap Down gab, aber prinzipiell kann man das schon als Engulfing Pattern hier bezeichnen und da mal sehen, ob die Frage eigentlich im heutigen Handel wird sein, sehen wir auch heute hier entsprechende Anschlusskäufe, also über das Tageshoch von gestern und auch hier von, weiß nicht, von dem Tag da, der damit zusammenpasst. Also sehen wir Anschlusskäufe hier nach oben, um dann in die höheren Widerstände hier reinzulaufen, also in die höheren Tageshochs. Oder bleibt der Markt da oben stehen und wir gehen halt nur ein bisschen hoch und dann bleibt halt diese Struktur von dieser Zebra-Chart oder Klavierchart-Optik abwechselnd schwarz-weiß erhalten. Kann heute auch durchaus ein Thema sein, denn hier vorne sind wir ja schon einmal deutlich von diesem Bereich runtergefallen, hier von etwas tiefer auch nochmal runtergefallen. Das heißt, es wäre jetzt auch nichts Außergewöhnliches, wenn der Markt von diesem Bereich, also sprich vom Tageshoch von gestern auch wieder nach unten fällt und das könnte durchaus auch so ein Thema sein, dass man hier aufpassen muss mit zu sehr Long. Also im Prinzip bin ich jetzt erstmal Long eingestellt in Richtung Tageshoch von gestern und dann mal gucken, wie dann die Öffnung reinkommt, ob der Markt da gleich drüber geht. Mal sehen, wie es vielleicht mit der 15 Minuten oben Range aussieht, ob die vielleicht passend ist und dann kann man ja überlegen, ob das Ganze dann vielleicht aufgeht und vielleicht sehen wir ja auch einen Trade heute hier. Im Webinar. Genau. Gut. Ja, dann können wir uns auf alle Fälle mal in den tieferen Zeiteinheiten jetzt das Tageshoch von gestern einzeichnen. Welcher Tag ist das hier? Vom 1.10. das Tageshoch. Die sind hier im Future auf gleicher Höhe. Die müssen im CFD-Bereich nicht auf gleicher Höhe sein. Das liegt daran, es ist ja durch die Zinsen gibt es ja ein gewisses Aufgeld. Und da kann sein, dass die auf unterschiedlichen Niveaus sind, wenn man sich jetzt hier einen anderen Chart herholen würde. Also einen CFD-Chart. Ja. Gut, also das ist eigentlich die wichtigste Marke, das Hoch. Und dann werde ich hier noch das Hoch vom 27.09., also von vor 3 Wochen freitags oder so, und das absolute Hoch hier noch mit hernehmen. Ja. So. Viel weiter gucke ich jetzt erstmal nicht nach oben. Gut, das mache ich hier in einem anderen Chart, den lasse ich dann mal nachher offen für den 15 Minuten Open Range. Wichtig auch, diese Range wird dann immer erst gezeichnet, wenn die Uhrzeit rum ist, dann wird die Range eingezeichnet. Vorher sieht man sie nicht. Gut, dann zeichnen wir uns hier das Ganze ein. Gehen wir hier mal auf die Stunde und zeichnen uns das gestern.
Dann muss ich immer mal einen ausdrücken, damit ich das zu greifen kriege. Ach, ich mache eine eigene Linie. Okay. Also die 20.329. Dann haben wir hier dieses Tageshoch dann noch bei 20.396. Ja, und in der Stunde, wie gesagt, wäre es schon ideal, das würde ich mir mal als Unterstützungsbereiche einzeichnen. Also das Overnight-Tief würde ich eigentlich nicht nochmal fallen sehen heute und als charttechnische Marke. Also damit ich nicht so viel nachdenken muss, werde ich mal das hier nochmal kurz umformen. Also Tageshoch ist immer grün bei mir. Kann ich jedem nur empfehlen, sich da eine das immer gleich zu machen, damit man halt weiß, was da los ist. Und ja, das ist jetzt zwar ein bisschen doof, weil jetzt grün ist und lokales Hoch oder Tief, also Unterstützung, Widerstand, ist bei mir immer blau. So. Gut. Overnight Tief, das sieht man ja dann im Chart. Dann können wir nochmal reingehen. Also 5 Minuten Chart, da sieht man das Overnight Tief. Ja, und dann gucken wir mal, wie der Markt denn hier loszuckelt. Und hier das absolute Tief habe ich auch mit drinne. Ja. Ja, dargestellt gerade ist hier der 5-Minuten-Chart. Ich switch mal hier auf den 1-Minuten-Chart und dann seht ihr dahinter den 5-Minuten-Chart. So. Dann gucken wir mal hier, wie die Eröffnung so ist heute. Vom Nasdaq. Genau. Geht gleich los. So, hier rechts habe ich auch nochmal den 15-Minuten-Chart, der gehört da eigentlich gar nicht hin, gehört eigentlich ein anderer Chart hin, aber das passt schon. Jetzt haben wir, dann oben ist auch nochmal 15-Minuten-Chart, ist jetzt doppelt gemoppelt. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. So, den könnte man hier, machen wir es mal so als Stunden-Chart an. Und oben haben wir jetzt 15 Minuten, können wir hier das ausmachen. So. Wichtig wäre hier immer noch das die Uhrzeit. Ja, wir wissen, wie lange das hier noch dauert, bis das fertig ist. So. Ja, die Punkte 20, 80 sind immer recht interessante Punkte, wo der Markt auch gerne mal anhält, reagiert. Ja. So. Dann habe ich auf dem anderen Fenster immer noch auch aus dem Stereo, also aus dem MetaTrader-Fenster auch immer noch die Einzelwerte hier mit offen. War gestern auch ein ganz guter Indikator, um da entsprechend hier einen Trade einzugehen. Also wir können das eigentlich auch mal so ein bisschen so. Schickt man die mal hier rüber. So, mach es ein bisschen breiter. Gut, dann warten wir einfach mal ab, was der Markt uns sagt, ob er uns was zeigt. Einen Trade. So, dann. So, einmal kurz. Es wäre vielleicht sogar ist durchaus manchmal einen Trade wert, da es vorhin auch schon mal geklappt hat. Also Abpraller am, mal gucken, Abpraller am Bebop. Also die ersten 1, 2 Minuten handle ich eigentlich fast nie.
Also 10 Punkte wären drin bis dato. Mal gucken, ob es mehr geworden, also mehr werden könnten. Aber wie gesagt, zur Eröffnung hatte ich eigentlich nicht so. Das wären sie, also man hätte mit plus 10 bis dato rausgehen müssen. So, interessanter Bereich auch noch, so allgemein. Also das war hier am Vormittag Widerstand und ist jetzt, könnte hier Unterstützung trotzdem werden, dieser Bereich so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Apple hat einen schwachen Start hingelegt, Tesla auch, Google stark, Microsoft auch stark. Ja, wenn er ja von hier aus hochgeht, wäre es ein ganz klassischer Range Trade hier möglich gewesen in dem Bereich. Das geht eigentlich, obwohl das ist ja relativ gering, sehe ich gerade hier. Das sind 15 Punkte gerade mal. Das sind 40. Gut. Ja, hätten wir sogar fast machen können. Ne? Aber nee, wie gesagt, ich handle die ersten 5 Minuten Kerzen nicht, von daher. Also ich habe jetzt nur geguckt, weil manchmal ist ja die Volatilität so hoch, dass dann, wenn man das so zieht, denn gleich das 40, 50, 60 Punkte sind. Aber was ich jetzt machen würde, wäre durchaus, wenn der Markt hier diesen Bereich hält, aber vielleicht gibt es hier sogar ein Box-Setup jetzt, dann könnte das eigentlich als Range Trade passen. Schauen wir mal. Mal sehen, ob er das hier hält. Kenny hier holdet. Ansonsten durchaus, wie gesagt, bis hier runter. 2020 oder 20.220 und dann hier die 20.200. Ich bin long drin. Okay. So wäre jetzt für mich hier kein Box-Setup. So. Zumindest mal für mich jetzt ein Hinweis, wenn jetzt der Markt halt hier darüber schließt, dann würde ich vielleicht durchaus mal überlegen über einen Long Trade, ansonsten aber eher nicht. Natürlich, wenn man jetzt hier scalpt auf, ja, keine Ahnung, 10, 20 Punkte, dann könnte man seinen Schnitt schon machen. Das muss man ja immer gucken halt, ne? Was kriegt man, was will man. Ja, aber relativ. Schon wieder ein ziemliches Geballer hier. Tesla ist halt richtig schwach, ne? Tesla ist halt auch immer so ein Treiber. Tesla unterm Tagestief von gestern schon drunter. Dagegen andere Werte am Tageshoch von gestern. Mal gucken. Wie gesagt, alleine, Tesla alleine macht es natürlich jetzt auch nicht, ne? Ist auch klar, aber so, das sieht schon wieder ganz gut aus.
In schön 20 Punkte hin und her. Ich kann mich für einen Long nicht. Ich kann mich nicht begeistern. Also ich auf der einen Seite möchte ich schon gern den Long handeln irgendwie. Aber irgendwie, wenn ich mir so die Einzelwerte angucke, bin ich halt so ein bisschen skeptisch so. Aber bis jetzt hält es ja. Weiß nicht, gestern war es gut, auf die Einzelwerte zu gucken und dann auch da das zu handeln und von daher, also klar ist, der Markt kann natürlich jetzt hier wieder hochgehen, es sind ja auch nochmal 30 Punkte. Ich glaube, wenn, dann müsste ich den wirklich hier an der 50 nehmen. An der 50 und dann mit 20 Punkten halt Profit raus oder 10. Ab 10 irgendwas. So könnte man es vielleicht handeln. Ich meine, Vorteil ist gerade, dass sozusagen das Schwergewicht schlechthin die Apple-Aktie gerade durchs Tageshoch ausbricht und die zieht natürlich dann schon auch als Schwergewicht. Also der Range Trade, wenn jetzt noch mal ein bisschen was nach, hätte schon passen, ja. Ich glaube schon jetzt. Ja, so wie sie es entwickelt. Ja, US30, S&P ziehen auch alle nach oben, jetzt seit der Eröffnung. Öl Ja. schwach, Gold hält sich einigermaßen, wie gesagt, jetzt vom Startpunkt der Eröffnung, US-Eröffnung. Und Ja, wie US-Dollar gesagt. macht jetzt auch nicht viel. Ja. Nee, hat sich am Ende dann doch bewahrheitet. Ja, ich habe es nicht geklickt. Und von daher. Also es hat sich jetzt eigentlich hier ganz gut angedeutet, aber es denn ist halt Problem immer in der Range, halt in der Mitte. Wenn du in der Mitte halt klickst und der Markt läuft halt, guck mal, das war jetzt eine 1-Minuten-Kerze halt mit, die jetzt den Markt dann bis hochgebracht hat, dann ist natürlich okay, dann sagt man sich, ja, könnte ich auch in der Mitte klicken. Probleme immer in der Mitte ist halt, wenn er doch nicht so durchzieht, wie er es jetzt gerade gemacht hat, habe ich denn das Risiko auf der gleichen Seite. So, also ich hätte, wenn dann, hätte man hier unten irgendwo zwischen, ja, zwischen 50 bis spätestens 60, denke ich mal, rein gemusst, damit sich das halt auch irgendwo rentiert, 20 zu plus 20 oder 35. Runter hier an die 50 kann man nicht nochmal. Das waren hier diese paar kurzen Sekunden-Dips. Ja. Ja, geht auf alle Fälle relativ zügig hier hin und her, eben. Naja, muss man auf alle Fälle schnell sein. Gerade wieder. Gestern war es auch die ersten 15 Minuten so unstrukturiert hin und her. Ja. Ah ja. Wenn es so hin und her geht, muss man, denke ich, wirklich sagen, da hat man vielleicht 5 Sekunden zum Überlegen. Also ich habe hier gerade mal geguckt. Also hier oben dieses Hoch, ah, da war der Markt 10 Sekunden und ist dann von hier aus jetzt wieder runtergegangen. Und hat jetzt innerhalb von, ja, von nicht mal ganz 2 Minuten jetzt gleich. Ne? Jetzt hier ist gleich die 2. Minutenkerze runter. In 2 Minuten das Ganze wieder nach unten abgewickelt. Also
Ja, da ist schon ordentlich Wohler dran. Also wie gesagt, die einen Werte, die drücken echt schon massiv runter. Und die anderen beiden Schwergewichte wie Apple und Microsoft, haben gerade den Ausbruch. Also ihr Ausbruch sozusagen ist die Bewegung hier. Ich kann das mal kurz rüberholen. Da sieht man es hier. Na, unten sieht man jetzt hier Nvidia. Ja, Nvidia hier Vollgas runter vom über dem Tageshoch. Und die Bewegungen, die wir gerade in der Range gesehen haben, deswegen, das sind hier diese Minuten, der Ausbruch von Apple ganz oben, darunter Microsoft. Und was ich jetzt halt überlegt hatte, warum ich den Long halt nicht genommen habe, das ist die Erklärung, ist, wenn jetzt als Beispiel die Apple-Aktie bis ans Tageshoch geht und dann fällt, plus die Nvidia halt so stark runtergeht, die nach dem Gap Close dann auch weiterfällt. Also von daher, das war so meine Überlegung und auch die Tesla ist ja auch noch schwach, das seht ihr jetzt hier nicht drauf, aber das war so der Grund, warum ich den Long halt nicht gemacht habe. Am Ende hätte es gereicht, um hier einmal zumindest ja, die Strecke, einmal die Range zu handeln. Das wäre ja okay gewesen. Gut. So sind wir wieder runter. Jetzt ist die Open Range gleich fertig. Jetzt weiß ich gar nicht, von welcher Chart das hier war, von den vielen, die ich hier offen habe. Da. So, die wird jetzt hier gleich eingezeichnet. Jetzt kommt was ich auch festgestellt habe, was eher seltener funktioniert, ist, wenn genau jetzt der Markt um 15:45 Uhr am Tief ist und dann direkt die nächste Minute der Ausbruch kommt. Funktioniert auch nicht so gut. Besser ist eigentlich, wenn er irgendwie in der Mitte schließt. So, jetzt können wir hier mal gucken. Gleich kommt zu Zahlen. Eigentlich erst interessant heute, 20 Uhr. Sitzungsprotokoll der Notenbank. So, da ist die Open Range. Das heißt also, unter dem Tief hier müssen wir halt überlegen, oder werde ich dann mal den Short dann auch suchen, wenn es hier runter geht. Genau. Also darunter. Wie gesagt, schön wäre es, wenn es jetzt ein paar Minuten irgendwie noch seitwärts geht, also direkt darunter und mit der nächsten Minute ist dann eher nicht ganz so gut. Aber gut, wir handeln das jetzt. Also es hat, wie gesagt, in letzter Zeit relativ oft funktioniert. Von 20 Tagen sind, keine Ahnung, 18 ins Plus gelaufen. US-30 zieht wieder sein eigenes Ding durch. Naja, das ist zurzeit ja auch wirklich krass, wie unterschiedlich da die beiden Märkte auch laufen. Das ist echt Wahnsinn. Aber ich habe den US-30, glaube ich, ja gar nicht mit drauf. Scheint auf jeden Fall dem DAX zu gefallen. Läuft hinterher. Okay. Also hier macht mich jetzt auch doch mehr schon so ein Long Trade, hätte mir hier unten auch nochmal gefallen, weil Apple auch schon wieder anzieht im Trend. Also heute bin ich gedanklich auf alle Fälle zu langsam. Also gestern ist auch nicht. Ich lege ein Limit hier an die 50 jetzt rein. Und Stop Loss ist dann am Ende gleichzeitig, da war ich wieder die Sekunde zu langsam war. Die Minute zuvor wäre es gewesen. Ja, jetzt.
Wenn er jetzt von da oben runterkommt, da will ich nicht nochmal bei 50. Eigentlich nicht nochmal rein. Das hätte die eine Minute schon gereicht für mich, 20 Punkte. War schon okay. Naja, gut. Dann oben, hier oben ist ja Breakout. Auch. Open Range Breakout. Also da an dem Hoch dieser Kerze, da wäre der Long Breakout. Wenn er denn kommt, ne? Irgendwann jetzt. Also ganz schönes Geschrubse, Geschrabbel hier. Mal gucken, hier war jetzt ein bisschen eine größere Order. Keine Bedeutung. Ich kann mir von der Struktur irgendwie nicht dazu hinreißen für einen Trade. So, Google bricht auch das Vortagestief. Also ich will den Long hier nicht mehr. So, also klar kann sein, ich werde bestraft, der Markt läuft hier runter an die 50 wieder hoch, aber ich will den nicht haben, wenn ich so ein bisschen den Blick auf die Einzelwerte habe, ne? Und wie gesagt, ich wäre jetzt auch noch nicht gefüllt. Also wenn er jetzt nur bis zur 54 runtergelaufen wäre, dann ist auch. Dann wäre ich sowieso nicht gefüllt. Ja. Also ich glaube, dass der Markt jetzt hier aktuell so ein bisschen ziemlich hin und her, also sehr schnell diese 20-Punkte-Sprünge hier hin und her macht. Von daher werde ich auch nicht nachspringen, weil man sieht ja, es geht eine Minute 20 Punkte hoch und dann eventuell wieder 20 Punkte zurück. Das heißt, nachspringen macht jetzt für mich ja auch keinen Sinn. In die Bewegung jetzt zu sagen, oh, jetzt springe ich hier rein und habe FOMO, weil ich jetzt denke, der Markt zieht nach oben durch, aber am Ende würde ich in der Mitte der Range reinspringen und wenn der Markt in den ersten 20 Punkte wieder runtergeht, dann fängt diese ganze Managerei an und das will man dann nicht, also ich will es nicht haben. So, und ja. Also da ist halt die, wir haben weiterhin so diese Aufspreizung, dass, wie gesagt, einige Werte ordentlich im Trend runterdrücken und die anderen halt nach oben. Das bedeutet, dass der Markt da so schnippintensiv halt hin und her schnippt, je nachdem, was ich, der Wert, der fällt, hört kurz auf zu fallen und dann merkt man halt, dass der Wert, der gerade steigt, den Markt ein bisschen hochzieht. Der Markt, der gerade, wenn der Einzelwert, was ich, die Apple, dann steigt. Und plötzlich hört die auf zu steigen und dann fällt wieder Tesla, dann zieht sie maximal wieder 20 Punkte runter. So, und so läuft das halt hin und her, bis sich das dann mal in irgendein Übergewicht dann verlagert, also dass eventuell im Future jemand kommt und den Markt halt konsequent halt verkauft oder kauft, eins von beiden. Ja. Also mal gucken, ob man jetzt was passiert, wenn wir jetzt an die 50 rankommen. Ich gucke mal, was ich hier als LPO-Order eingestellt habe. Vielleicht nehme ich mal hier 3 Punkte, falls der Markt hier durchrauscht.
Also wenn der Markt ein bisschen genauer laufen würde, dann wäre es vielleicht sogar ganz angenehm, da immer mal hier und da 10 Punkte mitzunehmen. Aber das ist ja für mich trotzdem relativ ungenau, das Ganze. So, auf der 50 haben wir hier eine große Order sitzen. Ja. So, mal gucken, ob sie die jetzt wegnehmen. So, jetzt habe ich mal so Market reingeklickt. So, auf der 70 auch wieder eine, hier auch eine, auf der 68 auch wieder eine große Order. Ach, schade. Da wäre der TP besser gewesen als der Trailing Stop. Das sind dann 3 Punkte halt verschenkt. Aber manchmal ist ja so, wenn es direkt wie vorhin in dieser 1-Minuten-Kerze so durchknallt, ja, dann ist es. Also was ich jetzt gehandelt habe, also schade hier unten der Füll, der wäre natürlich Monster gewesen, wenn man den direkt bekommen hätte. War genau bei 50. Ich hab noch so ein bisschen einen anderen View. Ja, hier, da ist der, wo ich jetzt so drauf geguckt habe. Und da sieht man hier, blauer Balken ist die große Order und hier ist die nächste große Order bei 70. Und da pendelt der Markt gerade drinnen hin und her. So, und deswegen wäre zwischen 50 und 70 das jetzt. Aber hier unten die 50 hat er ja mir nicht gefüllt. Ne? Da war man vielleicht zu kurz. Ja, waren wir kurz einmal drinnen auf der 50 und jetzt sind wir hier oben auf der. Ist ein 5-Sekunden-Chart aktuell. Manchmal ist das auf 1 Sekunde. Ja, und da dröselt sich das so hin und her. So, jetzt kann sein, dass durch das Verschieben sich dann das Bild ein bisschen verändert. Ja. Aber so sind die Orders halt gerade so ein bisschen aufgebaut. Und ja, man hat es hier vorhin gesehen, lief bis 20.300 im Future. Da oben die gelbe Order. Die unterste hat er hier genommen. Muss mal ein Zeichen tun. Ja, also die unterste, und das ist halt dann, wenn es sauber sein soll, dann muss man halt gucken, ja, diese hier, die hat er genommen, die da, und die da drüber, die ist halt stehen geblieben. Ja, gut, hätte man halt auch immer noch, kommt man mit 10 oder 15 oder 20 Punkte Stop-Loss auch hin, wenn der halt, wenn man hier reingeht und die nächste nimmt er nicht, dann und geht wieder runter, ist eigentlich auch noch gut, ist auch okay. Ja. Aber jetzt wird es hier immer enger. Ja, und da muss man jetzt abwarten, bis das dann irgendwann mal ausbricht. Also, dass das Gewicht sich in die ein oder andere Richtung dann verlagert. Ja. Gut, war jetzt hier nur dieser eine kleine Trade. Ja. Wie gesagt, 3 Punkte hier verschenkt, weil man an der, also A, sind wir hier, wo sind wir reingekommen? 7 Punkte verschenkt, aber es ging halt so schnell hoch. Ja, also die 50 nicht gefüllt bekommen. Also von 50 bis 65 wäre es halt ideal. Ja. 15 Punkte wären halt $30. So sind es, keine Ahnung. Was auch immer. So, ja, da gucke ich nochmal in das Tool rein. So, jetzt kommt hier ein bisschen Momentum rein. So, reicht es? Wie gesagt, ich schiebe das Bild mal komplett rüber für euch und das ist halt, also hier den Open Range Breakout, den werden wir handeln. Ja. Mal gucken, 16 Uhr ist eigentlich schon ein bisschen zu spät. Also ist machbar. Aber jetzt zeige ich euch mal, warum ich hier irgendwie so Schwierigkeiten auch habe mit diesem, auch durchaus dem Long Trade. Ja. Hier ganz rechts seht ihr das. Da unten, das ist Google. Ja, und die geben halt auch ordentlich Gas. Gut, jetzt hat Nvidia aufgehört, sich so ein bisschen zu fangen. Und wenn jetzt Microsoft auch noch hier das Tageshoch von gestern verkauft,
Also wie gesagt, so richtig long sieht es nicht mehr aus. Klar, es kann immer noch kommen, dass jemand im Future Attacke macht und plötzlich den Markt in eine Richtung hier drückt, aber ja, das ist schon, da ist schon was los hier bei Google. Naja, Meta auch also schwach. ja, was? Wer ist auch schwach? Meta. Meta, ja, die habe ich jetzt hier nicht mit drauf. Und deswegen, das ist so ein bisschen mein Grund, warum ich irgendwie den Long immer weniger zutraue. Ja. Aber das kann sich auch in die andere Richtung auflösen. Wenn man es einfach technisch runterhandelt, würde man hier oder sollte man hier unten immer die Long-Seite nehmen bei 50, keine Ahnung, 10 Punkte, 15 Punkte, 20 und wenn es gut kommt, kriegt man 30. Dann nimmt man die und freut sich. Wie gesagt, der Blick in die Einzelwerte ist für mich halt so ein bisschen, wo ich sage, gefällt mir nicht so. Aber muss nicht richtig sein. Gut, also jetzt sehen wir es wieder. Eine Minute runter, 2 Minuten hoch, 16 Punkte, 15 Punkte. Aber ich habe mich jetzt hier, warum auch immer, also ich bin schon so auch durchaus der Range-Typ, der schon gerne Range handelt, aber das sieht hier strukturell für mich einfach nicht so passend aus. Weiß auch nicht, kann es nicht erklären. Also bei so einem Chart habe ich immer Schiss, dass der dann doch Schiss, dass er dann doch ausbricht, ja. Naja, wie dem auch sei. Also hier die Uhr, das will ich auch nicht mehr. Also ich brauchte auf alle Fälle, oder ich brauche, der erste Entry muss halt gut sein. Und oft ist es so, dass der erste Entry bei sowas dann schon so ist, dass ich dann, dass noch gar keine Range da ist und dann entsteht halt die Range. Und dann bin ich irgendwie von Anfang an dabei. So, jetzt ist es schon so. Wir eiern hier, wenn man so will, seit 15:35 Uhr am Ende jetzt eine halbe Stunde hier rum. Das ist noch nicht lang, weil manche Ranges gehen ja 3, 4, 5 Stunden. Aber das Problem, was ich immer habe, ist, je länger das dann halt geht, ja, mit der Range, desto eher habe ich dann immer das Gefühl, jetzt bricht er halt aus. So, also das ist natürlich durchaus ein unbegründetes Gefühl, weil eine Range halt auch 3, 4, 5 Stunden laufen kann. Aber ich will da halt dabei sein und ich habe jetzt irgendwie keinen guten Treffer hier gelandet oder habe auch keinen gemacht, weil ich es anders interpretiert habe. Rein technisch gesehen ist die Range hier ganz klar intakt und man hätte es eventuell stumpfer handeln müssen, einfach an der 50er Marke immer wieder die Longs zu suchen, wäre man auf alle Fälle ganz gut gefahren, weil selbst hier mit dem Durchbruch wäre nicht mal, wie gesagt, kommt man mit einem Stop von 20 Punkten auf alle Fälle hin. Ja. So sieht's aus. Ja, also von daher, technisch gesehen, die Range zu handeln hier ist auf alle Fälle, wäre bis jetzt das Beste gewesen. So. So, hier ist auch mal so von gestern mein Range Trading und da ist es irgendwie anders. Ja, also von den Kerzen, wie das halt, da läuft es halt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Minuten hoch und dann 10 Minuten runter. Ja, und naja. So, und da trade ich dann die Range auch öfters. Aber hier ist es ja jede Minute hoch und runter. Also eine Minute runter und eine Minute hoch. Ja, nicht ganz so schick aus wie hier in dem Bild. Muss ja so anpassen. Also da irgendwie finde ich, ja, weiß auch nicht. Kann auch täuschen. Darum sind wir Swing Trader entspannter. Naja, also wie gesagt, man muss also auf alle Fälle entspannter. Es ist ja nicht so, dass ich auch Swing Trading probiert habe, ja, aber ich konnte es mit mir nicht vereinbaren, ja, das Thema Swing Trading. Also ich rede jetzt nicht vom Investment, aber so Intraday Swings versuchen zu kriegen. Ich habe das viele Jahre probiert und es war ja auch mein Anfang. Also ich bin über das Swing Trading ja dann erst in das kurzfristige Trading reingekommen.
Mein größtes Problem im Swing Trading war und ist halt immer, dass mal als Beispiel, so wie jetzt hier gerade, man geht hier einen Long rein, wenn man denn für sich das hat, oder hier als Beispiel, ja, so geht man Long rein auf die Range und will halt da hochkommen oder will den Ausbruch sehen und will da einkommen. So. Das heißt, man sieht dann hier, okay, 30 Punkte plus, wieder 0. Ja, sogar leichte Minus, dann wieder ein Plus, dann wieder ein Plus, Minus 0, Plus, Minus 0. So. Und wenn er jetzt doch nicht oben rausgeht und dann doch unten rausfällt, dann nehme ich irgendwie nach einer halben, dreiviertel Stunde ein Minus mit. Wenn ich dann halt überlege, dass man, was man dann halt auch liegen lässt, das war dann einer der Gründe. Oder ein anderer Grund für mich war, ich war irgendwie weit vorne mit dem Einstieg. Da durfte man nach Regelwerk, wenn man's, was man sich da ausgedacht hat oder auch von anderen Leuten hatte, noch nicht aussteigen, weil man brauchte ja in dem Trend erstmal einen Rücksetzer. Und dann erst bei einem neuen Hoch konnte ich ja dann erst meinen Stop-Loss dahin ziehen im Trend-Trading. So, und das Problem, was ich dann oft hatte, war, dass der Markt halt hochgelaufen ist und dann wieder komplett runtergelaufen ist. Und dann bis halt mein Stop-Loss, weil ich als Swing-Trader auch nicht ganz halt vom Rechner war. War zu dem Zeitpunkt noch arbeitstätig damals gewesen. So. Und dann habe ich halt auch gesehen, die Strecke, die ich dann hier verpasst habe, oder nur einen Teil davon, hätte mir irgendwie mehr gebracht. Und das war der Grund, warum ich dann schlussendlich zum Scalp Trading gekommen bin. Und es hatte für mich dann auch so ein bisschen mehr diesen Arbeitscharakter. Also zu sagen, ich gehe 2 Stunden auf Arbeit von 15:30 bis 17:30, gucke, ob ich da meine Brötchen verdienen kann. Und wenn mir das gelingt, dann kommt da auch ein entsprechender Gewinn rum, der monetär passend ist, und dann geht man auch wieder vom Markt. Ja. So. Aber ich verstehe auch alle, die mit dem Auf und Ab der Hektik, ja, die ein System haben. Also da, und das ist ja halt, ich glaube, das ist absolut typenabhängig. Ja, absolut typenabhängig. Die einfach sagen, ich habe einen guten Entry und der Markt muss nach meiner Analyse läuft er von hier nach da, und er macht das halt so. Und wenn man halt sieht, das trifft auch viele Trader. Am Ende macht der Markt das, aber halt über viel hin und her. Ja, da muss man halt sagen, gut, dann muss ich halt genau das dem Markt dann so lassen, ne? Und seinen Stil halt finden, ganz klar. Ja. Und es gibt halt Tage, wo dann vielleicht der Swing Trader sagt, also da hätte ich gar keinen Trade gehabt, ja, und ich habe da in dieser Range dann halt 50 Punkte geholt, ne? An anderen Tagen läuft der Markt 200 Punkte, der Swing Trader ist vielleicht dabei, ja, und ich war vielleicht sogar Minus, weil ich die ganze Zeit gegen den Swing gehandelt habe, wo ich dachte, ich wüsste, wo es hoch ist oder es tief ist, ja. Und was halt auch noch immer bei mir ein ganz großes Problem war in der Nachbetrachtung, dass ich vom Stop her da echt zu blöd war, fällt mir jetzt gerade noch ein, echt zu blöd war, in einem Swing. Also ich habe nie die Strecke, die der Markt dann schlussendlich gemacht hat, die habe ich auch nicht mitbekommen, auch als Versuch eines Swing-Traders. Hat bei mir auch nicht geklappt. So, und schlussendlich habe ich dann gesehen, dass im Stunden- und Tageschart auch dass der Markt ja fraktal ist und das auch im 5-Minuten- oder im Minutenchart dann auch ähnlich aussieht. Und da habe ich zwar kleinere Swings, aber unter Umständen reicht das mir aus, um da entsprechend was rauszuholen. So, gut. Jetzt gucken wir mal, ob die Kerze hier außerhalb schließt. Dann wäre das sogar unser Breakout hier. Also jetzt brauchen wir erstmal unsere Signalkerze. Alphabet jetzt -2%. Ja, aber Dings ist halt auch relativ stark jetzt, ne? Microsoft neues Tageshoch gemacht, Dings auch. Ja. 0,5% vorne. Ja. So, mal gucken, ob die Kerze hier über der da drüber schließt. Da hätte man durchaus. Ja, mit neuer Stunde wäre es ja auch gar nicht so verkehrt zu versuchen, nach oben rauszukommen. Also Range Trade hier bis jetzt, wie gesagt, best of. Vielleicht auch hier wieder Range Trade Short. Bei sowas ist es, wenn der Markt so aussieht, das war am Montag, ich erinnere mich am Montag,
Jetzt, diesen Montag war es, also wir haben jetzt nicht außerhalb geschlossen. Ja, kommt darauf an, wie genau ungenau ist man hier. Es sind am Ende zwar nur 2 Punkte. Am Montag war es auch so ein Chartbild gewesen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und dann habe ich erst von 17 bis 18 Uhr gehandelt. Also vorher habe ich keinen Trade gehabt. Ich habe ein, zwei gemacht, aber habe gemerkt, ich bin am Tief Verkehr drin gewesen, am Hochverkehr drin gewesen. Aber ich sagte, nee, das mache ich nicht. Das sah genauso aus, wenn mich nichts täuscht, am Montag. Und ja. Naja, gut, also ist auf alle Fälle, das ist hier nicht so eine Spielwiese, die ich brauche. Da es war gestern ein bisschen schöner, vielleicht kann man das ja trotzdem nochmal zeigen. Wie gesagt, ist zwar im CFD, aber prinzipiell war das hier gestern eigentlich da, fand ich hier entspannter gewesen. Erst hatte ich einen Verlusttrade auf eine Range, ja, da habe ich versucht, die Range zu handeln, da ist der Markt ausgebrochen, dann habe ich das Ganze umgedreht. Das war in blau markiert, das ist der Open Range Breakout und dann habe ich dann das hier nach oben gehandelt und ihr seht, der letzte ist dann da oben rausgegangen. Ja, waren am Ende auf die, mit den ein und, mit dem rein und raus, am Ende 90 Punkte auf einer 60-Punkte-Strecke oder so oder 50 Punkte. Genau. Ja. Danach habe ich dann aber den Trade erklärt und dann halt nicht weiter gehandelt. Ja, von daher ist gut und das Vortageshoch haben wir dann sogar auch noch erreicht. Und das ist halt, das war auch, um jetzt nochmal, wie gesagt, also ich bin, also ich bewundere Swing Trader. Ganz klar, wenn die richtig ihre langen Swings da durchziehen können. Ja, also das bewundere ich und versuche das halt auch. Wie gesagt, ich ab und zu einmal im Monat versuche ich auch irgendwie meinen Trade hinzubekommen, der lange läuft. Aber wie gesagt, ich bin dafür nicht gemacht. So. Und immer wenn ich es versuche, stelle ich halt fest, dass ich mit dem gesamten Exit einer Position besser fahre, als da versuchen, den langen Trend zu handeln. Ja, wie gesagt, das ist halt, ist halt so. So. Es sagt A, mein Gefühl und B, die Statistik halt auch. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, genau. Cool ist natürlich, und deshalb finde ich, hat der, ist auch vorteilhaft, wenn man hier sein Exit halt hat von einem Long Trade und trifft sozusagen einen neuen Entry dann tiefer. Der beste Entry wäre eigentlich auch hier unten gewesen, ja. Und dann kann es halt höher gehen. Ja, so. Also, das ist halt auch einer der Vorteile. Aber es ist auch ein Nachteil, weil ich ganz klar auch Leute habe, die halt dann immer an der gleichen Stelle den gleichen Trade machen und dann hinter, also mehrfach auf die Mütze bekommen, also beim Fehltrade. Ja. Als Beispiel jetzt, was wäre jetzt hier der Fehltrade? Der Fehltrade wäre, mal als Beispiel, man rechnet jetzt davon, dass man sagt, oh, jetzt bricht der Markt ja aus, geht hier short, wird dann hier ausgestoppt. Dann kommt der Markt wieder runter, denkt sich, oh, jetzt, aber jetzt bricht er unten durch, geht hier wieder short, wird wieder ausgestoppt. Und dann denkt man sich, ey, come on jetzt. Jetzt aber bricht er hier aus und geht nochmal short und wird wieder ausgestoppt. Also das wäre sozusagen der Fehler im System, im Skype-Trading ganz klar der Nachteil. Und ganz klar auch Nachteil, den muss man auch wissen, ist halt natürlich, das ist unter Umständen halt wirklich echt auch anstrengend, ja, und kann auch belastend sein. Also wer mit Entscheidungen treffen nicht klarkommt, ja, für den ist das halt auch belastend. Aber ich glaube, das findet man relativ schnell raus, ob man jetzt eher der Swing-Trader-Typ ist oder eher der Skype-Trader-Typ. Ich glaube, das macht sich im Naturell. Ich vergleiche es immer so, es gibt Leute, die fahren gern Mountainbike und es gibt Leute, die fahren gerne Rennrad. Ne? Fragt man einen Rennradfahrer, was der von einem Mountainbike hält, ja, oder umgedreht. Ne? Ja. Ja. Also wie gesagt, da soll jeder seins machen. Ich bin ja auch nur einer von vielen. Und für mich ist diese Art mindestens profitabler. Aber das Schöne ist ja auch, wenn man sich da austauscht und für Leute, die vielleicht auch ihren Weg noch nicht gefunden haben, da was zeigen kann, dann macht das halt auch Sinn. So, normalerweise, also wir haben jetzt hier den Ausbruch aus der Open Range gesehen. Ich müsste jetzt eigentlich den Trade eingehen.
Also hier macht nochmal hier die Linie rein. So, da ist der Ausbruch hier. Also da schließen wir jetzt drüber. Und ich müsste jetzt hier den Long jetzt eingehen. Also jetzt könnte eigentlich da von der großen Order her gleich ein Schnipser hier kommen. Ziel wäre dann hier an das Tageshoch halt ran. Ja. Und warum mache ich den jetzt nicht? Die Sache ist die, ich muss leider dann los. Also das Webinar ist eigentlich ja nur bis 16 Uhr ausgelegt. Hätte auch gedacht, dass ich da den einen oder anderen Trade mehr bekomme. Und ich will jetzt den Trade nicht aufmachen und dann, also man wäre jetzt auf alle Fälle drinnen in dem Trade. Der Stop-Loss wäre hier bei der 88. Also hier bei der 88 wäre der Stop und der Entry wären jetzt ja, 18 Punkte. Ich würde da auf 20 Punkte dann gehen. Und dann müssen wir halt gucken, wie der dann ausbricht oder nicht. Ja. Genau. Ja. Genau. Alex schreibt noch, ich bin auch im Discord vom Dirk, nehme ich ja mal an, dass der Alex ist, der gleiche Alex dort, Swing Trader Alex. Ja. Der auch hier mit dabei ist. Genau. Der stellt dann seinen Trade dort rein. So, dann nochmal eine Frage zum Ende hin. Also, wenn wir ausgestoppt wären, dann ist es so, ja, dann hätte ich den auch gemacht. Wenn ich jetzt vielleicht auch noch mehr Zeit hätte, wie gesagt, wäre ich auch drinne in dem Trade und wäre jetzt halt ausgestoppt. Gut, das sind halt minus 20 Punkte. Das ist jetzt aber auch, wäre auch für mich gar kein Problem. Ne? Weil dann hätte es heute nicht geklappt, gestern hat es geklappt. Ne? So. Gestern, ich sage jetzt mal, wenn man es jetzt, hätte ich das auch hier im Future gehandelt, dann wäre es ein ähnlicher Gewinn gewesen, also auch $160. Wenn ich dann jetzt hier 20 Punkte verliere, $40 ist ja immer noch, wäre es immer noch im Vorteil für den Open Range Breakout. So. Welches Zeichentool ich nutze, es nennt sich Point to Fix. Kann ich mal kurz reinschreiben. So. Point to Fix. So wird es geschrieben, danach suchen und dann am besten installieren. Genau. Gut. Ja. Also wie gesagt, ich bin immer noch irgendwie ein bisschen skeptisch mit diesem Long, aber sei es drum, wenn der Markt trotzdem in Summe halt hoch will, wie gesagt, Tesla hat komplett ins Plus gedreht jetzt. Also es gibt einige Werte, die wirklich hier einen guten Turnaround hingelegt haben. Von daher darf der Markt dann auch weiter hochgehen. Und dann soll er es halt machen. So, Stop-Loss wäre bis jetzt noch nicht gefressen. Ja, ich jetzt einmal 16:15 Uhr, jetzt muss ich mich langsam beeilen. Und ja, also wie gesagt, ich bin raus für heute. Hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen. Wie gesagt, die Struktur, wie der Markt jetzt hier hochgewackelt ist und wie es hier ausschaut im 1-Minuten-Chart. Ich habe die Range hier unten nicht greifen wollen können. Wie gesagt, hat er eine andere Idee, eher einen schwächeren Markt als Idee gehabt, als den starken Markt hier, also als dieses nach oben. Und ja, der oben Range wäre jetzt kurz im Minus gewesen, nicht ausgestoppt. Mal gucken, ob er jetzt hier ans Hoch läuft, seine 20 Punkte bringt, ans Tageshoch von vorgestern. Nee, von gestern, sorry, von gestern. Und dann wäre es auch okay. Gut. Ja. Gut, von daher gab es für mich heute hier nur den einen Trade. Ansonsten, ich habe auch sonst heute nicht weiter gehandelt, also kann da auch gar keine anderen Trades. Ich hatte hier vorhin mal einen einzigen Trade noch, irgendwo hier zur Mittagspause. Da vorne seht ihr den. Aber da habe ich nur einen Chart verschoben. Das passiert mir auch immer mal, dass ich hier oben den Chart verschiebe, hier dieses Ding. Und wenn ich es loslasse, habe ich auf einmal einen Trade drin. Ja, so. Naja. Gut, also wie gesagt, ich habe keinen Trade gemacht. Chancen waren da. Vielleicht hat der ein oder andere die Range gehandelt hier von der 50 oder bei sich im CFD, dann von der Marke, die es im CFD halt ist. Wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. Wie gesagt, für mich ist das Chartbild jetzt nicht so perfekt gewesen wie gestern. Gestern fand ich es wesentlich besser zu greifen. Und von daher ist es, wie es ist. Die letzten Worte hat der Nelson, nicht haben der Nelson, hat der Nelson. Danke, war super und macht den Trade. Mal sehen, ob der auf 1 Million geht. Genau. Wünsche ich viel Erfolg dabei. Vielleicht wird es ja was. Auf 1 Million. Genau. Und Ja. dann bin ich ja bald wieder da. Was haben wir jetzt? Oktober, im November? Ich habe ja meinen Plan da, Nelson. Ich weiß, dass wir am 13. November uns wiedersehen oder auch nicht. Richtig, doch. Doch.
Kann ja sein, dass du wieder im Alles gut Urlaub bist geht. oder so. Du vielleicht. Ah ja. Nee, ich hatte ja jetzt letzte Woche erst. Ja, sehr gut. Siehst du, ich nicht. Wir haben hier schon wieder Ja. Herbstferien. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt bald. Ja, dann bevor wir hier uns weiter in Urlaubsstimmung irgendwie reinbringen, bedanke ich mich natürlich auch bei dir für das Webinar. Hat mal wieder Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Vielen Dank an alle, die auch sich für das Webinar interessiert haben und die live dabei waren, mitgemacht haben im Chat. So macht es ja für den Heiko ja auch dann noch mehr Spaß, hier das Ganze zu präsentieren. Und ja, auch ich wünsche natürlich noch viel Erfolg heute und diese Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne dann hier wieder mit Heiko am 13.11. Also, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.